Das ist Sebastian. Mit ihm spielen wir durch, was passiert, wenn man in der Stadtbahn Alkohol trinkt. Hier ist Sebastian auf dem Weg zum Bahnsteig. Wir haben ihm einen Wein mitgegeben. Dann kann er sich selbst zuprosten. Auf diese Weise wird nämlich deutlich, Eppingen, da wo wir jetzt sind, ist sowas wie die Promillegrenze. So könnte es im wirklichen Leben aussehen. Die Stadtbahn startet in Heilbronn. Und bis Eppingen ist die Welt noch in Ordnung. Wir gönnen den Fahrgästen alles. Das heißt natürlich auch nach getaner Arbeit durchaus mal ein Feierabendbier. Wie ein Feierabendbier gibt es natürlich auch ein Shoppen nach getaner Arbeit. Wenn aber der Zug die Promillegrenze Eppingen überquert, kommt er in den Bereich des Karlsruher Verkehrsverbunds. Und was bis eben noch in Ordnung war, wird hier zum No-Go. In unseren Fahrzeugen ist das Konsumieren von Alkohol verboten. Während es also bis Eppingen heißt, Alkoholgenuss in den Stadtbahnen ist in Heilbronn kein Problem, stehen in Karlsruhe auf Alkohol 40 Euro Strafe. Insbesondere am Wochenende haben wir viele Jugendliche, die Bahnen sozusagen nutzen, um, wie es so schön neudeutsch heißt, vorzuglühen. Das heißt, sie nehmen Bierdosen mit in die Bahnen und feiern dann vor, sozusagen schon in den Bahnen. Entschuldigung, aber hier soll Sebastian den Flegel spielen. Ja, willst du mich jetzt rausschmeißen? Genau, das möchte ich, ja. Das Hausverbot habe ich Ihnen bereits ausgesprochen. Das will ich sehen. Sowas dulden übrigens auch die Heilbronner nicht. Also nochmal, weil es so schön ist. Das hier ist bis Eppingen okay. Aber Eppingen ist die Promillegrenze. Wenn aber die Bahn wieder zurückfährt, dann Achtung. Und die Moral von der Geschichte, im Kreis Karlsruhe ist es schön, aber auch ganz schön trocken. Im Kreis Heilbronn ist es vielleicht nicht überall so schön, aber hier kann man sich's schön trinken. Na bitte, geht doch.